Warum sind das diesmal so uncoole Gläser? Was hatten wir letztes Mal? Naja, sonst hast du immer deine Motto-Gläser von irgendwelchen Feiern oder so. Echt? Ja. Ja, ist jetzt nicht auch der, wie los sind die denn? Ey, lass die Scheiße zu, pass auf, ich mach jetzt einmal was. Jetzt kommt's hier bei. Heute nicht. Booster Blueberry Coke, ne? Und Mesa Blueberry Coke, ich mag das nicht. Nee, überhaupt nicht. Das habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Was magst du denn? Ich mag Coconut nicht in Getränken. Das gibt's auch. Ah, das hatten wir schon mal bei dem Hell, wo ich gekotzt habe. Ja, ja. Das stimmt, ja. Coconut gibt's aber bei Red Bull, glaube ich, auch. Und oh, das gibt's jetzt bei uns auf der Arbeit. Voll geil. Und ihr habt's nicht auch. Ja, Booster kaum. Wo willst du den nochmal? Booster kopiert allgemein von Red Bull, weil Apfelfeige war auch mal eine Red Bull. Nein, jedenfalls hat das doch hier Energy auch. Und den mochte ich auch überhaupt nicht. Ich mag Coconut selber als. Ja, aber von Energy war es eigentlich weil ohne Zucker. Ja, die haben sich schon mit drin. Ist der mit Zucker? Ja, ist mit Zucker. Blueberry Coconut gab es aber auch von vielen Getränken schon. Ich glaube, ich mochte in den Reefers bisher sowieso nicht so viele Getränke. Was mochtest du denn überhaupt mal? Was ist denn dir positiv in Erinnerung geblieben? Alter, ich weiß es nicht mehr. Okay, wir haben schon so viel Müll getrunken. Ich kenne nicht von einer Sache Namen nennen. Ich wusste, dass ich mal irgendwo in einem Video mochte ich ein paar Sachen. Da gab es auch mal eine schwarze 10, glaube ich, habe ich das genannt. Eine Black 10, ja. Eine Black 10. Das war so ein Hell, das weiß ich noch. Da, mit diesen da war ich nicht dabei. Nee, das stimmt. War das mit diesem Kokosnuss? Ich war die. Wo ich gesagt habe, alles mit Kokosnuss nach Bounty und nicht andersrum? Ich war definitiv nicht dabei, weil ich kann mich an keine 10 in irgendeinem Video erinnern. Ja, nee, das war da mit dem Rock auf. Ich glaube, das riecht genau wie du Red Bull. Ja, wollte sagen, der riecht nach Zuckerwatte, finde ich. Der riecht gut. Den mag ich. Der riecht so nach Cream sogar. Warum? Zuckerwatte? Das riecht doch nur nach Zuckerwatte. Ja, nicht. Echt nicht? Nee. Ich finde, das hat so eine cremige. Das riecht auf jeden Fall. Jetzt musst du aber auch nochmal riechen. Gut, der ist auch pink. Ich hab der Korksatz gewählt. Der von Red Bull ist blau, ne? Ja, nicht so viel, wir müssen noch laufen. Alter, hast du mal auf die Ja, stimmt, der ist blau, der von Red Bull. Du weißt noch gar nicht erwähnen, wie spät es ist, ne? Lass es bitte, mein Wecker klingelt in 3,5 Stunden. Ey, yo, kennt ihr diese Hustenbonbons, diese roten mit dem Kind drauf aus der Apotheke? Wenn du die verflüssigst so ein bisschen mit Blaubeer, so riecht das. Finde ich. Was? Bin noch beim Geruch haben gewinnt. Es schmeckt halt voll nach gut. Ja, viel mehr. Es schmeckt überhaupt nicht so süß, wie ich mir vorgestellt habe. Jo, der hat 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Es schmeckt nicht so süß, wie er riecht. Ja. Ich finde ihn okay. Boah, der Geschmack ist aber so eigentlich relativ schnell weg, wenn du den runtergehst. Ich finde ihn angenehmer als den Red Bull. Findest du? Ich finde. Aber er schmeckt mir halt trotzdem nicht. Ich finde, im Nachgang schmeckt der nochmal doller nach Kokosnuss. Ich finde, der schmeckt eher so wie irgendwas aus dem Tetra-Pack und der Red Bull ist erfrischender. Weiß nicht, kann ich schwer beschreiben, weil der Red Bull würde mit mehr. Der schmeckt ein bisschen abgestandener. Der hier jetzt? Ja. Ja. Ich bin so einfach dran, dass er nicht eiskalt ist. Das Problem hatten wir schon öfter auf diesem Account. Dass wir gesagt haben, dass er vielleicht anders riechen würde, wenn er eiskalt wäre. Ich finde ihn aber alles in einem okay, würde ich mir nicht kaufen, weil ich Kokosnuss einfach nicht mag. Oder? Ich glaube, das ist dann, wie du schon sagst, kalt. Okay, finde ich gar nicht. Also, ich glaube, das könnte eine Alternative sein. Ist das günstiger als Red Bull? Ja, das Ding kostet 59 Cent, glaube ich. 55. Wenn beide kalt sind. Wie viel kostet Red Bull? 1,19? Ja, 1,39 bei Netto sogar. Also, ich habe den Scheiß von bei Netto gekauft. Also, den Netto bei Red Bull? Ja. Wenn die jetzt kalt so im Regal stehen, so weißt du, oder ob ich mir dann zwei davon nehme oder einen Red Bull, würde ich glaube ich eher zwei davon nehmen. Aber ich sag's dir ehrlich, aufgrund der hellen Farben erfrischt, würde mich das auch optisch mehr im Kühlschrank ansprechen als sowas. Ja, fühle ich. Das sieht ein bisschen cleaner aus auch. Mhm. Ja, für die Feige ist halt auch was stumpft. Ich gebe dem eine 5. Ich mag den geschmacklich nicht, aber ich finde ihn okay. Ich gucke es noch nicht mal. Zumindest nicht im Getränk. Der Koch und ich wollten mal ein Video machen, wo wir alle diese Booster-Klone mit Red Bull Original vergleichen. Aber wie viele Geschmäcker gibt es denn hier dann übereinander? Viele schon, oder? Bestimmt 10 oder so. Ja. Bestimmt. 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 Wusste ich nicht. Doch. Ja, ich glaube, dann könnte das cool sein, ja. Ich weiß aber nicht, ob der besser oder schlechter abschneiden würde als der Red Bull. Ich gebe denen nur eine 4. Ich glaube, die haben weniger Kohlensäure als Red Bull, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Dadurch habe ich dieses Tetra-Pack-Vibes bestimmt bekommen. Ja. Weil wenn du so einen Durstlöscher oder sowas trinkst, der auch relativ... Der schmeckt so, als wenn das schon so 5 Stunden in der Sonne gestanden hätte. Ja. Dadurch, dass das mein Zweitlieblings-Red Bull ist, die Geschmackssorte... Der erste ist welcher? Fürs Protokoll? Der blaue? Ja, der blaue. Naja, seit Luxemburg. Ja. Ach. Mein Lieblings-Red Bull, weil die keinen anderen Scheiß Red Bull hatten und ich mir dann den doch, es gab noch irgendeinen. Das ist eine Scheiß-Motte, ne? Es gab noch einen, aber irgendeinen, wo ich wusste, ich mag den nicht.
Ich glaube, der gelbe. Und ich weiß nicht, der gelbe, ja. Manche Strawberry Ding gar nicht. Aber der gelbe wird ja auch schon gefühlt seit 3 Jahren vom Markt genommen und nichts passiert. Also der ist ja, ich weiß nicht. Ja, weil ihn keiner mag. Ja, aber warum ist der noch da? Weil ihn keiner mag. Er gibt keinen Sinn, auch der rote. Die bin ich bei dem, also bin ich bei Booster und nicht bei Red Bull. Ja, stimmt. Also, du bist der Erste, der uns hier down to earth holt. Das ist nur mal so nebenbei. Wie findet ihr denn jetzt den Punktzahl? 4, 5? Ich sag 7. Ja, so hoch? Obwohl du diesen Tetra-Pack wipes hast? Ja, aber was erwartest du bei 55 Cent? Das ist ein Argument. Das ist auch der einzige, warum ich ihn so hoch nehme. Weil, wie gesagt, geschmacklich passt das für mich einfach nicht. Deswegen, rein geschmacklich, wenn ich nur vom Geschmack gehe, ist er für mich eine 2. Aber durch das Preis-Leistungs-Verhältnis und das weniger an Kohlensäure, ich mag das sogar ganz gerne manchmal, wenn er weniger Kohlensäure ist, gehe ich auf 5. Also ich könnte ihn trinken, wenn man ihn mehr dann gebe ich ihm doch eine 2. Boah, ja, du hast es halbiert. Wie argumentierst du das jetzt? Wie tun wir das? Das war ein Arschsprung. Weil ich die Kohlensäure in Energy Drinks liebe. Deswegen hat Gönnergy, ja, aber habe ich nicht dran gedacht. Deswegen mag ich Gönnergy zum Beispiel auch 0. Aber das heißt, also eine 2 ist für mich, die würde ich niemals trinken. Ja, ich würde den auch nicht mal kaufen. Ja, gut, aber wenn du den aber wenn er jetzt irgendwo kalt steht, dann würdest du ihn auch trinken, oder nicht? Wenn ich jetzt, wenn wir uns treffen, für mich ist eine 1 oder 0, den würde ich niemals trinken. Echt? Aber wenn du so stell mal vor, ich hol dich ab, ich gebe dir so ein Ding, wirst du dir wegsitten? Ja, natürlich, kostenlos schmeckt immer gut. Ja, siehst du her, aber würdest du einen Gönnergy kostenlos wegsitten? Nein, das ist eine 3. Ich, natürlich, kostenlos schmeckt immer gut, hä? Nee, das ist also, wenn wir jetzt immer ein Kuchenglas hinstellen, dann trinken wir auch nicht was aus. Ehrlich, so trinkst du Brustwasser? Aber ich verstehe den, ich verstehe, welchen Grind sie verfolgt. Aber der 2 finde ich zu low. 2 wäre für mich so richtig, der ist richtig eklig. Ja, dann halt eine 2,8. Kannst du jetzt mal irgendwas das? Ist mir lieber als eine 2. Wie? Ist näher an der 3, oder? Ja, aber was ist der Zwischenschritt zwischen 2,8 und 3? Was sind 0,2 bei dir? Ich will eben keine 3. Wenn er noch so leicht kühler wäre, vielleicht. Ja, dann würde er vielleicht eine 3 kriegen. Ist okay. Ja, war schön, ne? Fassen wir zusammen. Schön. Ist okay. Schön.